Hallo! In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, warum es nicht zielführend ist, auf ganz normalen Stellenanzeigen, sei es StepStone, Indeed, Monster und wie sie alle heißen, heutzutage zu inserieren. Vor allen Dingen auf keinen Fall, wenn Sie aus der Baubranche kommen und Monteure, Bauleiter, Schweißer, Techniker, Ingenieure und vergleichbare Positionen suchen, auch Ausbaugewerke. Und warum das so ist, zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, damit ich hier nicht störe, weil ich will Ihnen das hier live zeigen anhand der Stellenbörsen-Webseiten. Und zwar ist das hier mal die Webseite Meine Stadt, die vereint mehrere Stellenbörsen zusammen. Und hier können Sie an einem Beispiel zeige ich Ihnen das mal, wie das so funktioniert und was dabei rauskommt. Also wir geben hier mal ein, weil ich zufällig aus Köln komme, die Stadt Köln. Und schon geht's los. Und dann sehen Sie hier verschiedene Möglichkeiten, was Sie suchen können. Wir suchen jetzt keine Immobilien oder Autos, sondern eben Jobs. Und dann geben Sie hier in dem Feld ein, was suchen Sie? Zum Beispiel Bauleiter. Bauleiter in Köln. Und das ist immer so ein Umkreis von 30 Kilometern, der hier angezeigt wird. Da sieht man es auch nochmal bis 30 Kilometer, Köln und Umgebung. Und Sie sehen auf der ersten Seite 1 von 20 Treffern für Bauleiter aus verschiedensten Gewerken, verschiedenste Firmen. Und das Problem mit den Tausenden, die zeigen nur 1000 an. Also mehr kann diese Jobbörse gar nicht verarbeiten. Das heißt, jeder Bewerber, der hier auf dieser Seite nach einem neuen Job sucht, hat mehr als 1000 Jobs zur Auswahl, wo er sich natürlich die besten draus aussuchen kann. Und was noch dazu kommt, als Nachteil für uns Arbeitgeber und natürlich großen Vorteil für die Arbeitnehmer, weil wir haben ja halt nun mal einen Arbeitnehmermarkt, ist, die können halt einmal ihren Lebenslauf hochladen und per Klick, Klick, Klick sich bei 20 oder 30 oder 300 verschiedenen Firmen bewerben, ohne dass sie es wissen, dass er sich noch bei 299 anderen beworben hat. Und dann kann er sich natürlich die Crème de la Crème aussuchen. Das Problem, was Sie als Arbeitgeber natürlich dann haben, ist, Sie sind in der totalen Vergleichbarkeit. Das ist noch schlimmer, als wenn man an einer Ausschreibung teilnimmt und dann halt diese ganzen Einheitspreise vergleicht in einem Preisspiegel und dann halt immer die Rosinen rausgepickt werden. Sie kennen das ja wahrscheinlich aus Ihren Verhandlungen. Und so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen, ist das im Bewerbermarkt, nur dass Sie halt auf der anderen Seite sind. Der Bewerber ist hier quasi der Auftraggeber heutzutage und kann sich halt seine Arbeitgeber aussuchen. Und dann kommt noch erschwerend dazu bei diesen Jobbörsen, sie sind da in Konkurrenz mit Riesenfirmen, die natürlich ganz anders auftreten können und viel mehr investieren können, um sichtbar zu werden auf diesen Börsen. Hier sehen wir zum Beispiel die Deutsche Bahn. Hier eine Stellenanzeige vom 7.3., also ganz aktuell. Das Video mache ich hier gerade am 9.3. Und da sehen Sie eben diese schöne Anzeige und die kostet natürlich ein bisschen mehr als die Standardanzeige. Und die Deutsche Bahn sucht insgesamt, ich glaube, in diesem Jahr 25.000 neue Mitarbeiter für alle Positionen, also vom Zugführer bis zum Bauleiter und Instandsetzungsingenieur und investiert da Milliarden. Ne, das heißt, so eine Stellenanzeige, die Sie jetzt im Standard, wir können ja mal kurz auf die Preise gehen. Hier bei Informationen für Arbeitgeber sehen Sie die Preise. Da gehen wir mal drauf und da sehen Sie hier, das geht los mit 750 € pro Monat bis 1.500 € pro Monat. Also das sind hier Monatspreise. Nicht, dass Sie hier von hier Laufzeit 60 Tage, aber Sie müssen halt pro Monat zahlen. Und das ist schon einiges. Und wenn Sie sich so darstellen wollen, wie das hier die Deutsche Bahn macht, ne, so ganz fett, hier haben Sie auch noch Monteure drin, dann zahlen Sie noch ein paar Euro mehr.
Und wer kann sich das leisten? Vor allen Dingen mit der Konkurrenz, die sie hier haben. Also sie zahlen mehrere 10.000 Euro, wenn sie sich hier wirklich vorne aufbauen wollen und sichtbar machen wollen für potenzielle Bewerber. Deshalb mein Tipp, lassen Sie die Finger von diesen klassischen Jobbörsen, denn Sie haben dort sehr, sehr geringe Chancen, dass sich überhaupt jemand bei Ihnen bewirbt, weil die Konkurrenz halt so groß ist und die Leute, die sich hier bewerben, wissen, was auf dem Markt los ist, die wissen, was sie für Möglichkeiten haben und werden sich immer bei mehreren Firmen bewerben und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die genau am Ende bei Ihnen landen, sehr, sehr gering. Vor allen Dingen, wenn Sie nur ein kleineres oder mittleres Unternehmen sind und nicht so aus den Vollen schöpfen können und nicht diese Strahlkraft haben, wie jetzt hier in diesem Beispiel die Deutsche Bahn. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie Sie an gute Bewerber kommen. Gucken Sie hier in meinem Kanal. In den nächsten Videos werde ich ein paar vorstellen. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, können Sie sich gerne bei mir melden. Unter diesem Video finden Sie einen Link zu meiner Webseite. Da können Sie sich gerne eintragen, zu einem kostenlosen Beratungstermin mit mir und ich kann Ihnen noch ein paar Tipps geben, was Sie alles mit weniger, Investitionen, aber viel effektiver machen können, um an gute Leute zu kommen für Ihre Firma und ohne dass Sie da in dieser Konkurrenzsituation sind, wie das jetzt hier der Fall ist bei dem Konkurrenten Deutsche Bahn jetzt als Beispiel. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis dann, Ihr Marco Miosic. Ciao.